Vamapada Mastakasana ist die linke Fuß hinter den Kopfstellung. Es gibt diese im Sitzen, im Liegen und im Stehen. Zunächst Upavishta Vamapada Mastakasana. Im Sitzen gibt den linken Fuß hinter den Kopf und halte die rechte Ferse vorne am Körper. Gib die Handflächen zusammen. Dann gibt es Supta Vamapada Mastakasana, die liegende linker Fuß in der Kopfstellung. Komme erst aus der Upavishta Vamapada Mastakasana heraus, lege dich auf den Rücken und gib dann den linken Fuß hinter den Kopf. Mastaka heißt Kopf und Schädel. Und dann kannst du die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Bleibt jetzt nur noch Uttita Vamapada Mastakasana, eben die stehende linken Fuß hinter Kopfstellung. Dazu stehe erstmal auf und dann hebe den linken Fuß hoch, beuge auch das rechte Knie etwas, atme gleichmäßig und bringe den linken Fuß hinter den Kopf, das auch eine sehr herausfordernde Gleichgewichtsübung ist. Atme dabei gleichmäßig, schaue auf einen Punkt, dann ist es oft etwas leichter. All diese Fuß-Hinter-Kopf-Stellungen entwickeln die Hüftflexibilität und sind gut für die inneren Organe und für das Prana. Wenn es dir gefallen hat, dann klicke auf Daumen hoch, gefällt mir, teile die Sendung mit anderen und probiere es ruhig ein paar Mal. So zeigen wir ja auch die Asanas manchmal in der Vorbereitung und der Mut zu geben, es selbst zu probieren.